Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Es geht weiter, Freunde. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem Gerichtsgebäude, das wir betreten wollten. Das ist unsere letzte Anlaufstelle, nachdem wir hier die Karte ziemlich gut gecleant haben, möchte ich meinen. Hab jetzt extra nochmal da unten geguckt, ob da wirklich nichts mehr ist, weil da sind ein paar wenige Fragezeichen im Gegensatz zu da oben. Aber nö, ich habe zumindest nichts gefunden und deswegen... lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Sollte ich jetzt doch noch irgendwas übersehen haben, dann müssen wir einfach damit leben. Aber ich finde, wir waren an sich unterm Strich sehr gründlich und können jetzt beruhigten Gewissens weitermachen. Oh, da hinten sind ein paar Rehe oder so. Die werden wir bestimmt gleich aufschrecken. Sofern die überhaupt noch scheu sind, ne? Vielleicht sind sie das gar nicht mehr gewohnt. Doch, die gehen schon noch weg. Ja klar, allein wegen den Infizierten. Werden die da sicherlich noch vorsichtig sein. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eher gucken. Wenn du mal bitte die Karte öffnen würdest, wo wir sind. Oh, wir müssen noch ein bisschen weiter. Okay, dann los. So. Da wollen wir rein. War bestimmt mal ein richtig modernes, schickes Gebäude. Nee, da wollen wir nicht rein. Was rede ich denn? Da wollen wir rein. Ja, war bestimmt mal ein schickes... ja, schon gut. Moment, ich habe mir diesen die Bushaltestelle noch nicht angeguckt. Da kann sonst was sein, Leute. Da muss man mal gucken. Okay, gut. Genau, da hinten waren wir. Nee, komm, wir halten uns nicht mehr groß auf. Wir gehen jetzt da rein. Die Tür sieht auch noch betretbar aus. Aber ist das Gebäude verlassen, ne? Das ist... Nee, ist es nicht. Wir haben schon, ich glaube, vor 2 oder 3 Parts gehört, dass da Infizierte lungern. Also vorsichtig sein. Los geht's. Ach, kann auch klappen. Suchen wir weiter. Ja, ich bleib bei meiner Theorie, dass man immer einen anderen Weg finden muss und niemals das eigentliche Haupttor. Ja, gut, genau genommen wollen wir ja in die Garage, ne? Die haben wir ja auch schon gesehen. Wo waren die? Die war da hinten irgendwo, ne? Lass uns nochmal gucken. Aber die geht bestimmt auch nicht auf. Das wäre ja ein viel zu direkter Weg. Nie im Leben. Waren das nochmal? Ich dachte, das wäre hier auf der Seite. Mal schauen. Ja, jetzt sind wir ja schon einmal rundherum. Na gut, dann gucken wir halt mal. Vielleicht ist da dort eine Hintertür, die aufgeht. Wir müssen eh überall hin. Sieht schlecht aus, ne? Was sagt die Map? Die Map sagt, dass wir gleich durch sind. Ja gut, aber jetzt kann ich auch... Nee, der Parkplatz ist hier auf der Seite. Da muss es da gewesen sein. Okay, mal gucken. Dann nochmal genau hier gucken. Irgendwie kommen wir da rein. Oh, Moment. Achso, da geht's wieder hoch. Mhm. Mensch, wo waren das? Was ich im letzten Part noch gesehen habe, da war das Parkgaragentor oder so. Da ging es ein paar Treppen runter und dann war man dort. Das muss ja eigentlich in der unmittelbaren Nähe sein. Und nicht Kilometer weit weg. Jetzt bin ich wieder da. Hä? Ah, hier. Okay. Ist überhaupt nicht groß, ne? Also, dass ich das erst suchen muss, ist peinlich. So. Aber geht das auf? Das ist die Frage. Wartest du auf Dina oder warum tust du nichts, wenn ich Dreieck drücke? Okay. Der Pastor bewegt sich nicht. Ich hoffe, das Benzin ist noch drin. Suchen wir einen anderen Eingang. Ach, wisst ihr, sowas könntet ihr auch mal zu zweit probieren. Werteste. Wenn das so in der Beziehung anfängt. Nee, ich denke, sie werden es auch zu zweit nicht aufbekommen. Lass mich mal vor. Du hilfst mir ja eh nicht.
Okay, also, die Tür ging nicht. Pferd, hilf mir. Komm, hilf mit, such. Such Feind den Eingang, such. Wartet mal, haben wir schon die Tür daneben probiert? Oder ist das ein Fenster, das ich aufbrechen kann? Nee, das sieht nicht nach einem richtigen Fenster aus. Nee, vergiss es. Schauen wir mal auf der Seite eher. Da waren wir auch noch nicht. Da geht's wieder runter. Ich will doch nur da rein. Ah, okay, Moment. Wir waren sogar schon mal hier. Dann habe ich doch kehrt gemacht, weil ich nicht wollte, dass ich zu früh die Story triggere. So war das. Okay. Hier. Also hilft sie mir doch. Naja, mehr oder weniger. Oh, hi. Also los. Oh yeah, Party. Okay, wir machen es wie immer, ne? Erst einmal dumm sterben und dann es langsam richtig angehen. Das ist irgendwie so unsere ungewollte Taktik. Wir haben die Trophäe Tourist. Also wie ein Tourist fühle ich mich hier gerade weniger, aber ist okay. Ah, fuck, mich sieht ein Runner. Irgendwo war gerade ein Runner. Oder was auch immer mich... Ja, der Typ hat mich gesehen, oder? Der geht aber wieder. Warten. Wo willst du hin? Du willst dahin, okay. Ist gefährlich, ne? Ich glaube, da links ist noch einer. Bin mir nicht sicher. Ich werde es gleich merken. Fuck, 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 fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das ist so riskant. Da hinten steht halt der Runner, ne? Und die Batterie ist fast leer. Auch geil. Gleich weg, gleich weg. Ich bin voll. Shit. Wo ist denn der andere? Der da hinten ist ein Klicker und ein Runner. Okay. Und da hinten ist safe? Wirklich? Tatsächlich, die sind alle auf der Seite jetzt. Gut, dann... Wir gucken uns hier natürlich erst um, wenn es clean ist. Ich werde jetzt einfach mal komplett außenrum tüppeln. Und schauen, was ich dann abgreifen kann. Fuck. Das klang wieder so nah. Also manchmal... Oh shit, die ist aber auch nah. Die kommt jetzt nicht hier durch, oder? Nein, tu das nicht. Komm hier nicht durch. Okay, gut. Meint ihr, die dreht sich jetzt um? Da ist noch einer drin. Shit. Ah, das ist ein Klicker, ne? Ah, das macht die Sache nicht einfacher. Wisst ihr was? Wir killen jetzt... Oh nein. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen was freikriegen. Gehen die killen da. Ja, komm, komm, noch ein Stück, noch ein Stück. Yes. Gut. Bis jetzt läuft das doch super. Da waren es nur noch mindestens zwei. Okay. Die stehen aber noch relativ nah beisammen. Das ist das Problem. Und es ist wieder die böse Combo Klicker-Runner. Zusammen ergänzen die sich leider ziemlich gut. Da steht er. Aber der steht nicht immer hier, oder? Stehst du immer hier? Das wäre nicht so gut für mich. Aber er guckt nach unten, vielleicht. Okay, ganz langsam. Oh, da ist ja noch einer. Oh, fuck.
Gut, dass wir ihn zuerst gesehen haben. Die hätte uns richtig böse überraschen können. Oh. Die hätte uns richtig böse verarschen können jetzt. Sag mal, wo willst du jetzt hin? Entscheide dich mal. Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Perfekt. Die überrascht uns nicht mehr. So, jetzt ist nämlich der Weg da hinten frei. Ist das ein Klicker? Ja, oder? Klickt so wenig. Schaffe ich das noch? Dina, geh mir aus dem Weg! Die hat mich voll abgeschnitten gerade. Zum Glück hat sich das hier nicht umgedreht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, Leute, wir haben gerade so... Oh, super, danke, Dina. Hey, wie haben wir das gemacht hier? Besser geht's nicht. Beim ersten Mal hier aufgeräumt. Das war's, oder? Dina, sag was. Komm, sag dir irgendwas. Ja. Ich glaube schon. Hurra. Wow. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Normalerweise brauchen wir immer 2, 3 Versuche. Aber hier... Gut, ich fange jetzt von vorne an. Wir werden alles schön erkunden. Jetzt haben wir die Zeit und Ruhe. Hui. Also ich finde es echt gut, wie viele Kontakte mit Infizierten wir haben. Bis jetzt noch keine Schießerei mit den Fraktionen. Aber ich denke mal, dass die halt später umso mehr dafür kommen, ne? Wenn wir erstmal aufeinandertreffen, befürchte ich. Aber bis jetzt gefällt mir das richtig gut, weil es macht mir persönlich halt viel mehr Spaß, gegen die Infizierten zu kämpfen. Die ganze, diese schöne Schleichakrobatik, die wir an den Tag legen, das klappt bei den echten Leuten nicht. Weil die haben halt alle Sinne noch und dann haben sie halt auch noch Gewehre, was einem sowieso erschwert, an sie ranzukommen. Und ja. Aber gut, in diesem Sinne, bis jetzt macht das totalen Spaß hier. Okay. Wollen wir mal gucken. Irgendwo hier soll Benzin gelagert sein. Wahrscheinlich nicht im Bücherregal. Wäre ein bisschen gefährlich. Keine Sammelkarte diesmal. Oh. Hier ist was. Ah, wir sind voll. Moment, das könnten wir vielleicht ändern. Ja, auf der Karte können wir es bestimmt nicht ändern. Hm. So, Lumpen. Ich muss das Zeug loswerden. So. Schon besser. Was kann ich noch machen? Das hier könnte ich einmal machen. Warum nicht? Komm. Wenn wir es vorrätig haben. Nein, du sollst das jetzt nicht anzünden. Ach, die kommt auf Ideen. Ich wollte doch nur den Lumpen haben, Mensch. Die Spielereien heben wir uns auf, wenn die Situationen schwieriger werden. Denn ihr habt ja gesehen, bis jetzt ist das alles noch ganz gut schaffbar. Bis jetzt zumindest. Oh ja, gib mir die Schere. So, da hinten kommt wahrscheinlich Level 2. Da dürfen wir uns nicht mehr so sicher fühlen. Haben wir alles. Können wir weiter. Haben wir hier schon geguckt? Nee, ne? Ah. Gut, 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 gut. Okay. Da hinten haben wir angefangen zu suchen. War ich hier auch auf dem Pult? Ich glaube schon. Sieht aus, als wäre hier nichts mehr. Da hinten war ich drin. Da kam ich raus. Ich denke, das war's. Okay, auf zur nächsten Welle. Hey, hilf mir mal. Komm mal. Schon mal in einem Gericht? Nein.
Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Nie vor Gericht, ja. Aber je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man wegen irgendwas doch mal in so einem Gebäude ist. Und ist es nur so etwas wie Scheidung oder Erbausschlagung? Mit solchen Sachen kenne zumindest ich mich aus. Aber gut. Ellie ansonsten eine halbwegs reine Weste. Wie alt waren die eigentlich beim Ausbruch? Sie hat ja gesagt, Last of Us 1 war sie 14 und der Ausbruch nach, das waren ja auch nochmal locker 4 oder 6 Jahre, ne? Oder 3? Also sie war ein junger Teen. Und jetzt ist sie 18. Ich finde, sie sieht jünger aus wie 18. Ich hätte sie jetzt eher so auf 16 geschätzt, aber gut, ich war im Alter, so Alters, Jahresdinger schätzen war schon immer schlecht. Okay. Ich mach mal Licht, ne? Wisst ihr, bevor wir das Öl bekommen, gibt's bestimmt den ersten Bloater. Wollen wir wetten? Ich sag's euch, es kommt hier noch ein Bloater. Der beschützt das Benzin. Also ich hätte das zumindest so gemacht. Guck mal, das sieht doch schon sehr plauderisch aus, oder? Die kotzen doch immer so. Und Dina hat auch schon gesagt, hier ist was... Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Spielerei, dass man den Controller wackeln muss, damit die Taschenlampe wieder funktioniert. Nur ist es beim ersten Teil deutlich häufiger passiert. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Müssen wir wohl. Oh, nee. Du meinst da runter? Boah, das tut doch weh in den Händen, wenn du da runterschlitterst. Haben wir keine Handschuhe? Nehmen wir die Lumpen. Was ist hier? Guck mal, der hat was. Benny, die WLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Fedra nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Also uns. Diese Leute wollten nur etwas zu essen für ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volkszwecks und ausgewiesen? Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich um Freitag um 2 Uhr am Rusten Café allein. Bitte komm, ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ja, ich meine, da sieht man es wieder, ne? Die Beweggründe der WLF, die sind ja auch nicht von Grund auf böse gewesen oder sonst wie was. Die wollten halt auch nur überleben. Die Fedra hatten keine ausreichenden Mittel mehr, mussten viele Leute rausschmeißen, beziehungsweise... konnten ihnen kein Essen mehr geben und dann wurden die halt aufständig, haben ja eine eigene Gruppe gemacht. Ob das denen letztendlich nun dadurch besser geht, ist die andere Frage, aber ich kann das schon nachvollziehen irgendwie. Gut, ich könnte hier die Fenster einschlagen, aber ich kann auch die Tür benutzen. Warum probiere ich es überhaupt noch? Mal ehrlich. Türen werden einfach überbewertet in dem Game. Okay, die ist tot. Hier mache ich mal auf, falls ich fliehen muss wegen irgendwas. Bisschen frische Luft, Durchzug und so, man kennt es, ne? Tauschen. Hey, du, was hast denn du da? Das könnte nützlich sein. Oh, ein Katana? Also, nee, wie nennt man das? Eine Machete. Eine Machete. Gegen... Oh, aber ich habe meine Axt doch gepimpt. Oh Mann, wie viel hat die? Das ist jetzt die Frage, was besser ist, ne? Ich glaube, so eine Machete könnte sogar mehr reinhauen. Aber meine Axt ist gepimpt. Aber andererseits, ich kann ja immer pimpen ab jetzt. Ich
Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ach, ich behalte mal die Machete. Dann werde ich die als nächstes pimpen. Wanted. Jason Patterson, Emma Patterson. Isaac Dixon. Isaac. Haben wir schon öfters gehört. Zumindest. Er sieht auch so typisch anführungsmäßig aus. Ich weiß nicht. Ist das der Isaac? Markus und Louis. Der Rest sagt mir nichts. Könnte jetzt natürlich auch Zufall sein, aber ich glaube nicht an Zufälle. So. Nehmen wir natürlich mit. Und dann müssen wir wohl bald wirklich da runterdüsen. Oh, ein Safe. Aber ich habe noch keine Kombi. Glaube ich. Gibt es hier irgendwo eine Safe-Nummer, die da offen rumliegt? Der geht ja sonst nicht gut damit um. Dann schon mal Code. Mal ganz ehrlich. Wenn ihr den Code da hinschreibt, ich will ja nichts sagen, aber dann braucht ihr auch keinen Safe. Also ich freue mich natürlich drüber, wenn er so offensichtlich ist, aber Logik. Erinnerung, alle an verdächtige, komplizierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Mir soll's recht sein. Also, 86-07-22. Wollen wir mal. Nächsten 80. Hoppala. Und die 22. Das ist voll der Safe-Knacker hier. Oh, kleine Ausbeute. Obwohl, 19 Pillen. Nice. Dina, könntest du mal warten? Totales Desinteresse, dass ich hier gerade diesen Safe geöffnet habe. Das hätte jetzt Wirkung gezeigt. Ich räume den Safe aus, Dina läuft da vorbei und wird angegriffen. Das wäre ein krasser Moment gewesen. Aber nö. Oh, ich wollte das Bild nicht um... Sorry, ich wollte mir eigentlich nur das Bild angucken. Sorry. Okay, ich glaube, wir haben genug Zeit verdrödelt, ne? Ich schätze... Oh, der hat noch was. Moment. Nur für den Dienstgebrauch. Federal Disaster Response Agency. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Wie groß ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nichts überschätzen. Okay, Jesse. Bericht für das Federal-Zentralkommando. Betreff Seattle QZ gefährdet. Zu Händen Captain Paul Douglas. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle-Quarantänezone an die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellungen der ganzen Stadt verloren. Die Notstandpläne werden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus dem QZ innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier die Stellung halten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren tausend versorgen und unterbringen kann. Sollten sie sich doch um den Unmut in ihre eigenen Reihen kümmern. Sollten sie sich doch mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen. Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand sie für etwas vermeintliches Unrecht verantwortlich machen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein. Lieutenant Carmelo Torres. Ja, das meine ich halt eben auch, ne? Klar, die waren es unzufrieden und deswegen aufständig, aber läuft es jetzt besser? Wahrscheinlich auch nicht für alle. So wie sie, so rabiat wie die drauf sind, offenbar, kann ich mir das sowieso nicht vorstellen, dass das bei denen harmonisch irgendwie ablaufen kann. Da ist auch noch was. Ach, ich mag diesen Lesestoff, oder? Ich zieh mir das alles voll rein, ich finde das gut. Ah, da haben wir wieder bekannte Namen. Bekannte WLF-Agitatoren. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterroroperationen. Da wurden auch schon einige durchgestrichen. Vielleicht sind nicht mehr am Leben, aber Isaac Dixon ist auf jeden Fall noch dabei. Allison Cole, Hugo Gonzalez. Da oben noch Marcus Wilson. Die Pattersons und Sanchez sind tot, Dixon ist nachgerückt. Er ist jetzt unsere wichtigste Zielperson. Ja.
Das haben wir schon öfters rausgehört. Allein die Zettel, die er schreibt, dass der da schon nicht ohne ist. Der scheint echt drauf zu haben. Okay, jetzt haben wir aber hier noch einiges eingeheimst. Das hat sich gelohnt. Jetzt sollten wir wirklich langsam gehen. Und jetzt? Ich brauche keinen Tipp. Könnte klappen. Wartet mal. Ist hier noch was? Der Aufzug rennt mir ja nicht weg. Aber nee, hier ist nichts mehr. Okay, dann wollen wir es probieren, ne? Ich drücke X und nichts passiert. Obwohl da ein X steht. Hallo? Vorsichtig. Okay. Geht's auch hoch? Offenbar nicht. Dann lass uns gleich runtergehen. Ich sehe leider nicht so viel. Ah, da steckt der Aufzug fest. Okay. Hoffentlich hält er das aus. Ah. Ja, ganz tolle Suppe hier. Wo sind wir denn da? Oh, fuck. Ja, die haben uns sofort gesehen. Okay, ich hol die Waffe. Ja. Alles gut. Ist noch mehr, ha? Huh? Okay, jetzt ist nichts mehr mit Verstecken anscheinend. Ja, kommst du auch da hoch? Ja, komm da. Ja. Mensch, kannst du nicht mal was allein... Oh. Waffe wechseln. Weg mit dir. Nachladen. Okay, ist nachgeladen. Ist alles cool? Dina? Alles geht's? Alles gut. Ich glaube, okay. Das war's jetzt. Die Fischertypen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Hey, das war doch lustig. Das lief echt gut. Also ich glaube, man merkt mir an, dass ich täglich, momentan, ja wirklich täglich, 4 Folgen aufnehme und dass ich einfach drin bin. Weil sonst, ne, in früheren Projekten aus Zeitgründen vielleicht nur eine Folge am Tag oder manchmal auch nur alle 3 Tage eine Folge, je nachdem. Aber hier so am Stück aufnehmen, gibt es halt deutlich weniger Steuerungsfails und es läuft einfach. Okay, wir sind immer noch relativ am Anfang. Ich will es nicht beschreien, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden hier. Und ihr hoffentlich auch. Aber gut. Oh, da hätte ich auch drauf schießen können, hä? Nein, das ist unser Benzin, das brauche ich, ja. Soll ich mal probieren, drauf zu schießen? Nein, machen wir nicht. Und hier ist unser Ausgang, hoffe ich zumindest. Ich gucke aber erst noch, ob das sonst noch irgendwas ist. Das ging schneller, als ich dachte. Sag bloß, wir kommen dann in den neuen Stadtteil. Wahnsinn. Aber hey, das Spiel kann sich ruhig alle Zeit der Welt nehmen. Ich werde das voll und ganz genießen und so viel wie möglich mitnehmen. Ich finde sonst nichts mehr. Okay, dann lasst uns gehen. Und? Warte. Wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschreib's bloß nicht. Wow, ein paar Tropfen mitgenommen. Das Fuck-Figur-Tor wartet auf uns. Das war jetzt wirklich nicht viel, was die mitgenommen haben. Aber na gut, solange es für diesen Generator reicht. So, kriegen wir das von innen auf? Wäre das möglich? Oh ja. Ich komme.
was los? Gut gemacht, Babe. Danke. Tja, das Pferd steht auch schon einsatzbereit hier. Perfekt. Abgehakt. Ja, Mensch. Wollen wir abschließend nochmal drauf gucken? Ich meine, wir hatten viel Spaß hier auf der Map. Guckt euch das an. Alles erledigt. Und jetzt Fog Fedra Gate mit 4 Pfeilen. Damit wir ja wissen, wo es nochmal hingeht. Wisst ihr was? Das haben wir uns jetzt verdient. Das Stückchen reiten wir. Jawohl. Es ist mal wieder soweit. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber ich höre immer so, als auch wenn sie über so schöne Themen reden, also jetzt vor allem Ellie, man hört trotzdem noch diese krasse Traurigkeit aus ihr raus, ne? Die natürlich besteht allein wegen Joel und den Erlebnissen. Es ist immer so, also man hört schon raus, dass sie sich das schön vorstellt und alles, aber es ist auch so ein trauriger Dämpfer immer noch in ihrer Stimmfarbe, finde ich zumindest. Könnte natürlich auch nur Zufall sein, aber ich denke, das ist beabsichtigt so und das finde ich gut. Schauen. Ah ja, genau jetzt nach links bitte. Wieder weg von hier. Mal schauen, was sich da drüben auf der anderen Seite der Stadt jetzt in der Zwischenzeit getan hat. Am besten gar nichts, damit wir... Das war ein Abenteuer. Oh ja. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Nee, nee, Ellie. Das ist schon richtig so, das Spieltempo. Ich finde das gut. So viel schneller muss das gar nicht abgehen. So, das ist es, ne? Muss gerade nochmal kurz in mich gehen. Ach ja, Generator und so. Ja, okay. Ist er das? Moment, oder ist das das Falsche? Ne, das ist genau das, was wir hin wollten. Alles klar. Nochmal runter hier. Kein Strom, ja. Genau um den können wir uns ja jetzt kümmern. Das Kabel habe ich schon reingemacht, ne? Beziehungsweise, es war schon immer drin. Okay, das ist ein großer Moment. Generator. Habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dir ein bisschen Benzin hier zu spendieren. Würdest du bitte anfangen? Na dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Okay, super. Du machst das. Ich muss natürlich den Code nochmal ablesen. Für Gate East 2. Sie hat's schon. Gar nichts. Gate East 2. Tür kurz. East 2. Hier. 5345. Okay. Ich habe schon Angst gehabt, das ist verschwommen. 5, 3, 4, 5. Es hat Strom, yay. Hat geklappt? Da. Ja, kein Begrüßungsmoment. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Ja, das wird jetzt interessant. Ob die wirklich noch hier sind? Werte Freunde,
Das finden wir nächste Woche heraus, wenn es hier weitergeht mit Let's Play The Last of Us 2. Also, bis denne.